Moin zusammen. Bevor es nach Novigrad zurückgeht, habe ich mich spontan dazu entschieden, die Karte von Vernon Roche abzunehmen, sofern ich das dann schaffen sollte. So, das heißt, wir reiten von hier erstmal nach da. Da ist nämlich ja irgendeine Markierung und von da aus geht es dann weiter. Wir waren ja hier bei diesem Kiesemeier oder wie der heißt. Der Emmentaler, meine ich, das Schwert. Hatten wir hier da von diesem alten Magier oder was das gewesen sein soll. Haben wir da aus seiner alten Burg geholt. Und da starten wir. So, Wölfe. Das Messer weg. Warum ist denn nur ein Gegner? Bewachter Schatz. Ein Waldschrat, Stufe 20. Den holen wir uns doch. Das ist bestimmt ein Relikt. Verflucht. Ah, wird schon schief gehen. Verbesserter Donner. So, Meister. Zeit zu sterben. Los, zeig dich. So, ich werde mir mal ein paar Bomben auspacken. Lithiumbombe, Mondstaub, Drachentraum, tanzender Stern. Na, na. Oh, toll, Junge. Wow. Los, rein da, rein da, rein da. Wo ist die Sau? Da hinten. So, rennen wir. Autsch. Schmeckt dir das Silber? Die Sau. Da gehen die Bomben aus langsam. Na, verdammt. Scheiße, jetzt kommen ja noch Wölfe dazu, oder was? Na komm. Scheiß Waldschrat. Thank you.
jetzt, du Stück. Kommt die da jetzt mal her? Das war's. Hui. Die sind echt nicht ohne, die Viecher. Pilze kann ich nicht einsammeln hier, oder was? Dann halt nicht. So, den Schatz habe ich mir wohl verdient jetzt hier. Zweieck. Und ein verbesserter Sattel. Irgendwie sieht das Wasser dort komisch aus. Oder was ist das hier? Ach so, es ist Fels nur angeleuchtet, alles klar. So, schauen wir uns kurz mal die Waffe und den Sattel an. Der Sattel wird wahrscheinlich nicht besser sein. Schade. Bannfluch, Silberschwert. Kritischer Trefferbonus, Chance auf Verbrennen, ja guck mal. Her damit. Wo auch immer ich das gefunden habe. So, Sattel gucken. ...25 Ausdauer. So, Chance auf Verstümmeln wieder hoch. Und auf zur Gwind-Quest. So, die Wölfe werden jetzt mal umrippen. Bin ich überhaupt? Okay. Hier kommt noch richtig was auf der Seite. Zwischenstopp beim Kräuterkundler. Tatsache. Den Banditen wieder da. Wieso hat er an sein Messer gerade weggesteckt? Und? Nummer 1. Nummer 2. Und? Nummer 3. Na komm. Weiter so, Plätze. War das hier nicht... Nee, Handfaser war das, okay. Ich würde sagen, war das nicht Arenaria, aber leider nicht. Huh.
So, Kollege. Hallo. Lass mich mal schauen. ...751 Ocken hat er. Überlegene Katze, verbesserter Vollmond, verbesserter weißer Honig. Was war das hier? Weinstein oder sowas bestimmt, genau. So, Höhlentrollleber kaufe ich sofort. Hat er natürlich nicht da. So, mal alles auf 40 runterverkaufen. Oh, scheiße, 40 verkauft. Na cool. Kommt dabei raus, wenn man irgendwie gerade mal eine Sekunde nicht so 100% konzentriert ist. So, Zwergenschnaps. Weg mit dem Scheiß. Habe ich noch massenweise. Ein Alchemist ist er ja eigentlich nicht. So, was ist das hier? Mal davon. Bis dann. So, tschüss. Hat sich gelohnt, finanziell. So, wo ist der Esel? Ich werde mal hier auf den offiziellen Weg treffen und von da aus dann reiten. So, und zwar ab hier. Eine Nachterscheinung. Okay. Kommen Sie ran, junge Fräulein. Dann ist sie. Okay. Doch mal Geisteröl mit draufschmeißen. Ja, du blöde Sau. Netter Exkurs. Kann man mal mitnehmen, sowas. So, hier hoch, rechts ab. Oha, Leute. Nett. Nehmen wir natürlich auch noch gerne mit hier. So, ansonsten ist hier nichts mehr. Los, lauf! Heya! No. So, ein Nebeneingang.
Komm schon, Plätze. Ein Hexer. Das. Oh. Passiert was? Ich suche Roche. Niemand hier, der so heißt. Sonst noch was? Verstehe. Und hinter dir? Ist das ein Bärenpflückerlager? Wir sind, Vogelkundler. Lass mich raten. Das Schwert brauchst du, falls du einen Nashornvogel triffst? Nein. Nashornvögel sind hier nicht endemisch. Dies ist auch nicht ihr Zugziel. Ja, ich bin da mal ein bisschen netter. Das ist schließlich ein alter Kumpel. Verstehe. Du bist hier der Witzbold vom Dienst. Wie bitte? Witzbold? Wie meinst du das? Mach ich dich alle? Ich mach dich alle! Oh shit! Das nennst du Schlag? Moment, Moment. Was soll denn der Kack jetzt hier? Beweg den Arsch, Graukopf! Das nennst du Schlag? Mach ich dich alle? Ich mach dich alle! Boxkampf. Okay. Beweg den Arsch, Graukopf. Ich hab grad Angst gehabt, dass mach ich die mich jetzt alle? Angreifen, weil ich mir das hier alle. Quasi verscherzt hab. Das nennst du Schlag? Wow. Grauer alter Streuner, aber eine Faust wie aus Stein. Du nervst, Grauhaar. Was gibt's, Grauhaar? Das war ja cool. Am Türsteher vorbeigeprügelt. Geralt van Riva, gesund und munter. Vernon Roche, die letzte Hoffnung Temeriens. Lach du nur, Temerien wird sich wieder erholen. Roche, ich kann sie nicht zurücklassen, ich... Du kannst und du musst, denn so lautet dein Befehl. Sie werden sterben, bitte. Wir sind fertig, wegtreten. Ich glaube, das ist schon Teil der Hauptquest. Erstmal ein bisschen Smalltalk. Was machst du hier? Skoyatell jagen? Du scherzt. Die Skoyatell interessieren keinen mehr. Temerien zählt. Sonst nichts. Wie hat es dich hierher verschlagen? Mit der Armee natürlich. Ihren Resten jedenfalls. Als Nilfgaard über die Yaruga kam, habe ich alles fallen gelassen. Bin an die Front geritten, um zu kämpfen. Ich bin zur zweiten temerischen Armee unter Johann Natalis gestoßen. Wir sollten die Schwarzen bei Dol Blatana am Berg Carbon aufhalten. Das haben wir auch. 3 Tage lang. Dann haben sie Kleinholz aus uns gemacht. Kurz darauf hörte ich, dass Radovid seine Kräfte bei Novigrad sammelt, dass er geschworen hatte, für einen freien Norden zu kämpfen. Ich bin mit den Resten von Natalis Armee durchgebrochen, aber... Aber Radovid war nicht besser als M hier. Daher entschied ich mich für meinen eigenen Kampf. Spielst du Gwind, Roche? Ja, aber ich habe hier keine Gegner. Wenn du ein Blatt hast, hol's raus. Viel Glück. Ich glaube, der wird ziemlich doll. Ich spiele als erstes ihn selbst.
Das war ziemlich blöd von ihm. Heldenkarten kann er nicht verbrennen. Hätte er mal warten sollen, bis ich hier irgendwie eine Nahkampfeinheit gelegt habe. Und er gibt schon auf. Okay, erste Runde geht an mich. Hätte ich jetzt anders erwartet. Würde ich schon die Verbrennkarte raushauen. Verdoppelt die Stärke deiner Belagerungseinheiten. Sehr geil. Darauf hatte ich gehofft. Jetzt kann er richtig schön viel Belagerungseinheiten rauskloppen und ich verbrenne ihn dann zum Schluss ganz entspannt. Triss Mappigold, okay. Die habe ich noch nicht als Nahkampf-Einheit. Spion. Extrem dichter Nebel. Das ist gut für meinen Bogenschützen. Dann kann ich gleich den zweiten rausschmeißen und brauche keine Angst haben, dass er mir irgendwie verbrannt wird. Und noch ein Spion. Sehr cool. Finte. Vielleicht kriege ich auch noch eine Finte. Nein, leider nicht. Aber er kriegt gleich noch zwei Spione dazu. Ziemlich bescheidene Karten, würde ich mal so behaupten. Ja, die drei Dinger verstärken sich zwar ganz nett miteinander, aber wirklich doll ist das trotzdem nicht. Falls er eine Verbrennkarte haben sollte, würde er höchstens sich selber damit schaden. So, mit zwei Karten muss er das jetzt übertrumpfen. Höchstens mit zwei Katapulten hätte er vielleicht noch was reißen können. Habe ich mir schwerer vorgestellt gegen ihn. Du hast gewonnen. Glückwunsch. Hier, du hast die Karte verdient. Weißt du, welcher Gegner sich sonst noch lohnt? Ich habe von einem Mann gehört, der kürzlich durch Novigrad gekommen ist. Es wird dich interessieren, dass er auch ein Hexer ist. Lambert heißt er. Der alte Lambert, ein Kartenspieler? Interessant. Dann warte ich noch auf einen Kumpel aus dem Süden. Der spielt gerne und gut. Aber noch besser ist er darin, sich zu verspäten. An deiner Stelle würde ich nicht warten. Das hat unserer Truppe noch gefehlt. Ja, cool. Was habe ich überhaupt gekriegt jetzt? Mal gucken. Das sind die hier wahrscheinlich, oder?
So, Skuyatel. Zwei Anführerkarten. So, dann schaue ich mich hier in der Höhle gleich nochmal um. Und in der nächsten Runde geht es dann wieder zurück nach Novigrad. Wahrscheinlich werden wir Lambert die nächste Karte abnehmen. Wie jetzt? Wartet er vor der Tür? Cool, wenn er vor der Tür steht, dann spielen wir jetzt schon direkt mit ihm. Aber das ist wahrscheinlich nur das Schnellreiseziel, naja. Nee, alles klar. Gut, dann schaue ich mich hier noch ein bisschen um und dann sehen wir uns gleich in Novigrad wieder. Viel Spaß weiterhin und ciao.